So, wir sind auf dem Weg nach Schloss Redcliff und haben jetzt dunkle Blut. Gott, der Himmel, sind das viele. Ich kann da gar nicht nachgucken, ist das so laut auf meinem Ohr. Wir sind mit Ellie auch wieder unterwegs. Ich hab die beiden mal. Oh. Puh, was war das denn? Also sind wir mit Ellie. Ach, da oben ist noch ein Arsch. Schau mal. Marshall! Wow, was war das denn? Oh, was war das? Das war krass gerade eben. Also, wie habe ich das gemacht? Jetzt können wir da unten wieder hin. Gemacht. Gut, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe. Puh. Auf jeden Fall, wir haben. Jetzt kann ich endlich mal sprechen. Dankeschön. Was ist das denn jetzt? Wir haben Ellie wieder mit dabei. Den Zwerg habe ich ausgetauscht. Ich mag das nicht, wenn ihr alle so auf mich rauf lümmelt. Einfach aus diesem Grund, weil ich die gerne mit jetzt hätte. Also ich hätte gerne wieder Ellie mit. Das kein Mensch braucht. War da noch was? Nee. Doch, da war doch noch was, oder? Todeswurzel, toll. Der hätte auch noch was mit dabei. Die haben alle hier irgendwie immer was mit dabei. Das finde ich recht gut. Ach, da ist noch ein Zwergensoldat. Hallo. Orsamer hat euren Ruf vernommen. Wir marschieren für euch, Wächter. Das ist doch super. Perfekt. Was ist hier? Ja, da kann ich leider nicht durch, das heißt, ich muss natürlich nach da. Gut. Ja, wir gehen jetzt nach Redcliff, damit ich dann dort die Quests weitermachen kann. Nicht, dass wir jetzt immer irgendwas drumherum machen, sondern ich würde es gerne erstmal fertig machen. Und dann gehen wir ganz zuletzt nach Denerim. Wir müssen auch noch in den Brazilianwald, aber da kann ich momentan nichts machen, weil ich habe noch nicht gelevelt. Demnach gehen wir erstmal jetzt wirklich hier hin und machen das fertig. Warte mal, habe ich überhaupt schon... Warte. Also außerdem habe ich natürlich noch diese zwei Sachen hier übrig. Okay. So, die Urne der heiligen Asche... Finde die Urne der heiligen Asche. Weder Arznei noch Magie konnten Earl Eamon heilen, der dem Tod jeden Tag näher kommt. Man hat dir erzählt, dass die Urne der heiligen Asche die Asche von Andraste, der Prophetin des Erbauers, enthält, über legendäre Heilkräfte verfügen soll. Lady Isolde hat ihre Ritter auf die Suche nach der Urne ausgesandt, aber sie sind bisher mit leeren Händen zurückgekehrt. Wenn es für Earl Eamon noch Hoffnung geben soll, muss die Asche gefunden werden. Du solltest Bruder Genetivi, dem Scholat und der Kirche in Denerim, aufsuchen. Ach so. Okay, das heißt, unser nächstes Ziel ist tatsächlich Denerim. Warte. Oder wir machen erst dieses hier weiter, weil da habe ich auch noch zwei Sachen offen. Naja, aber... Also da, die Halle werde ich auf jeden Fall noch machen. Das ist ein doofer Schatz, muss ich noch suchen. Naja, und das machen wir irgendwann mal. Das heißt, ich muss sogar heute in diesem Part nach Denerim gehen. Gut, dann nichts wie weg. Läuft es erstmal in die falsche Richtung. Aber mir fällt gerade ein, ich muss auf jeden Fall noch Alistair ein bisschen ausrüsten. Moment. Machen wir ganz schnell einmal, weil er hat noch alles. Wenn er überhaupt welche Kettenrüstung. Ist sie besser? Ist besser, hat aber mehr Erschöpfung und ist Blödsinn. Warte. Und haben wir vielleicht noch ein schönes Schwert für dich? Du hast jetzt den Spurbewahrer. Guck mal, er kann doch das denn nehmen.
Eins, vier, das sieht doch schon mal gut aus, grüne Klinge. Neun. Und wie heißt die nochmal? Elf. Nehmen wir die doch. Zack. Perfekt. Ist aber, glaube ich, ein Zweihänder jetzt gerade eben gewesen, oder? Ist das ein Zweihänder? Ne, er hat immer noch sein Schild auf. Ja gut, okay. Ja, wir fahren dann fort. Wir gehen nach... Was ist das eigentlich hier? Da müssen wir nicht hin. Nach Dänerem. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Da wollen wir gar nicht hin. Verdammt. Sorry. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum es immer bei uns immer dunkel ist beim Lagerplatz. Also pass auf, wenn er jetzt fertig geladen hat, bumm, dunkel. Als ob wir uns dann nur am Dunkeln treffen. Wir können auch mal auch im Hellen hängen gehen. Nicht wahr? Nee, so. Jetzt muss ich alle nochmal einmal auswählen. Ja. Ellie, Gwyn. Ja. Und meine Schurkin. In der Tat. Bei ja, perfekt. Was? In der Tat. Ach so, so mache ich das. Gut, und dann kann ich auch schon los mit denen. Ja, super. Wir wollen nach Dänerim. Es wird ein langer, langer Weg. Ich hoffe nicht zu viele Camper, weil wir haben ja eigentlich schon viel gelöst. Oder jetzt vielleicht da in dem Segment vielleicht nochmal ein, zwei Kämpfe? Nee, gar nichts. Okay. Gar nichts. Na? Das lädt lange. Habe ich denn da schon so zwei Sachen? Also da muss ich auf jeden Fall schon mal hin. Warte, ich muss noch mal einmal zurück. Hallo. So. Hä? Jammers Kiste ist sogar da. Okay, hätte ich so gar nicht gedacht. Es muss wunderbar sein, Zauber wirken zu können. Wunderbar? Ja. Euch mag es so vorkommen, die meisten jedoch sehen das anders. Ach, was wissen die schon? Die sind doch nur neidisch. Der Erbauer hat euch die Magie gegeben, also müsst ihr sie auch einsetzen. Ich habe hier mal Zuckerwatte gekauft. Die hat sich dann in meinen Haaren verklebt, was das Kämmen erschwerte. Aber den Geschmack tagelang enorm verbesserte. Ach, Lili, du bist lustig. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Ich kenne euch. Aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelen. Ich verlange Genugtuung, Sir. Genugtuung? Eine außergewöhnliche Verräterin verdient keinen gewöhnlichen Tod. Wir treffen uns auf dem Feld der Ehre und meine Klinge wird der Gerechtigkeit Genüge leisten. Wir treffen uns in der Seitengasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Dort duellieren wir uns. Ich kämpfe nicht gegen einen irregeleiteten Narren. Aber die Ehre verlangt es, dass ihr akzeptiert. Eure Ehre vielleicht, aber nicht meine. Lebt wohl. Ihr kehrt mir den Rücken zu? Es ist noch nicht vorbei, Wächter. Oh, warte, da steht jemand. Da muss ich hin. Genetivius Haus? Ach, da muss ich doch mal... Da soll ich doch hin. Das ist genau, das ist die Quest wegen... Das ist ja die Quest wegen... Dem... Ach, wie komme ich drauf? Wegen der Asche da, ne? Okay. Wir gucken mal ganz kurz, weil ich muss ja auch noch was für die Freischäler machen. Das tut mir jetzt leid, dass ich erstmal so viel herumsprocko. Dänerin. Tornas, glaube ich, habe ich. Genau, machen wir das mal.
So, wo bist du? Bist du hier irgendwo? Wird dir mir überhaupt angezeigt oder ist es irgendwie nur ein, ja, eine Farce? Keine Ahnung. Ebenso wie es nur eine Welt, die tiefe Dunkelheit. Ja, ja. Vor dem ersten Licht der Morgendämmerung scheint unendlich zu sein. Gott, und er ist unser Erbauer. Dass die Sonne immer wieder aufgeht. Ich will gar nicht erzählen, weil die hier so alle schön erzählen. So, erstmal ein paar Sachen angenommen. Da kann ich wahrscheinlich noch gar nicht rein, weil es eine Templerwache ist. Justine. Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Was macht ihr hier? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Was macht denn eine Kuratorin? Der Archivar kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Außerdem bin ich auf der Suche nach weiteren Exemplaren für unsere Sammlung. Und das ist schwieriger, als es klingt. Aber die Leute verkaufen heilige Reliquien auf der Straße. Davon habe ich auch gehört. Jeder Straßenhändler würde behaupten, er hätte einen echten Fingerknochen von Andraste. Allein in dieser Stadt könnte man nur aus Fingern die Skelette von 10 Prophetinnen zusammensetzen. Viele Kuratoren nehmen sie einfach als echt hin. Ich bin mir nicht einmal der Echtheit unserer allerheiligsten Artefakte sicher. Oha. Wie schwierig ist es, die Echtheit einer Reliquie zu überprüfen? Als ich noch Kuratorin einer viel kleineren Kirche in Orlais war, dachte ich, gefälschte Reliquien würden aus Faulheit nicht entdeckt. Aber ein gläubiges Leben ist niemals einfach. Und so erschien mir diese Erklärung stets zu unglaubwürdig. Jetzt glaube ich, dass es die Verführung durch das Göttliche ist. Wir alle streben nach einer persönlichen Verbindung mit dem Erbauer. Wir wollen einfach glauben, dass das, was wir in der Hand halten, tatsächlich die Sandale ist, die von Andrastes Fuß rutschte, bevor die Flammen sie verzehrten. Der Glaube entspringt im Herzen, nicht im Kopf. Wenn das Herz nicht vom Verstand geleitet wird, können Scharlatane bei ihrem Betrug enorm überzeugend sein. Aber es ist schwierig, den Glauben und den Verstand im Gleichgewicht zu halten. Und es führt einen häufig knapp an die Grenze zur Ketzerei. Aber ich glaube, dass die Wahrheit die Ehrfurcht vor dem Erbauer und seiner Prophetin vergrößert, anstatt sie zu schmälern. Selbst unechte Symbole haben die Macht, die Leute zu inspirieren. Aber es scheint, als würde der Kontakt zur echten Andraste dabei Jahr für Jahr mehr verloren gehen. Ah, okay. Glaubt ihr, die Urne der heiligen Asche existiert? Mit Sicherheit. Meine Forschungen deuten darauf hin, dass die gesamte Asche in einem Tiegel oder einer Urne gesammelt wurde. Aber sie ist seit Jahrhunderten verschollen. Was Straßenhändler jedoch nicht davon abhält, Andrastes Asche prisenweise an leichtgläubige Pilger zu verkaufen. Die echte Asche könnte irgendwo versteckt sein. Vielleicht ist die Urne aber auch zerbrochen. Und wie viele echte Reliquien habt ihr schon gefunden? Nun, es gibt eine, die möglicherweise echt ist. Zumindest konnte ich nicht das Gegenteil beweisen. Könnt ihr meine Skepsis verstehen? Es gibt so viele Behauptungen und so wenige Wahrheiten. Okay, bis dann. Natürlich. Genießt euren Besuch in der Kirche. Schade, dass da Lilly gar nichts zugesagt hat. Ne? Hm. Ach, vielleicht kommt das ja auch noch. Gehen wir erstmal hier lang. Ja. Ganz viele Quests. Schön, euch wiederzusehen. Ja, euch auch. Oh Gott, im Himmel sind das viele Fragezeichen auf einmal. Wir gucken uns erstmal nur um. Schwacher Rundumschlag können wir immer mitnehmen. Die sehen immer so aus, als könnte man... Was benötigt ihr? Nichts. Nur zu? Nein. Vermummter Kurier? Mein Kunde weiß eure Großzügigkeit zu schätzen. Was?
Hä? Was war das denn jetzt? Ihr habt's alle gesehen, oder? Nochmal hier weiter lang. Gestern waren hier ein paar Kerle mit wilden Geschichten über Radcliffe. Hast du sie schon gehört? Also, was ist mit deinem Onkel? Tut er das, was du gesagt hast? Nein, kann ich euch irgendwie helfen? Nichts. Nicht so laut. Wer sollte uns denn hören? Ich sehe hier keine Frage. Ist auch nichts Interessantes. Was ist das denn? Glaubt den Lügen nicht. Die Freunde der Grauen Wächter sammeln sich. Okay. Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Griffons werden sich wieder erheben. Okay. Naja. Gut, da muss ich rein. Das machen wir aber zuletzt, weil da geht die Quest ja weiter, wie ich schon erwähnt hatte. Hey, die Wunder von Thedas. Hey. Al-Eman hat mir hier mal eine kleine Golem-Puppe gekauft. Da gehe ich rein. Auf dein Klopfen öffnet sich die Tür einen kleinen Spalt. Du spürst einen leichten Luftzug, wie von durch eine Änderung des Druckes. Das kleine bemalte Kästchen zeigen. Ein großer Schatten nicht. Im Austausch erscheint eher eine Geldbörse. Weiter. Die Tür wird geschlossen. Okay. Oh. Hier ist ein Lagerhaus. Da muss ich, glaube ich, auch rein. Wir gehen erstmal noch nicht in die Gebäude. Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Willkommen, willkommen. Hier findet ihr nur den härtesten Zwergenstahl, hundertfach gefaltet in den Schmieden Orsamars. In Zeiten wie diesen kann eure Gruppe unterwegs doch bestimmt ein wenig zusätzlichen Schutz brauchen. Ich würde lieber Informationen kaufen, wenn ihr welche anzubieten habt. Ich sage euch, was ich weiß, aber ich verkaufe grundsätzlich nichts, was mir nicht gehört. Okay. Könnt ihr mir einige wichtige Persönlichkeiten in Denerim nennen? Es ist die Hauptstadt Fereldens. Deshalb stehen an der Spitze natürlich die Königin und der König. Aber der Mann, der die Stadtwache zu leiten scheint, ist der neue Arl, Randon Howe. Er stammt von irgendwo aus dem Norden. Okay. Und was geschieht derzeit in der Stadt? Die größte Neuigkeit ist das Lanting. Jedes verstaubte Anwesen der Adligen lüftet durch und wartet darauf, dass der Lord in die Stadt reitet. Okay, bis dann. Natürlich, jederzeit. Der war mal nett. Sehen uns hier erstmal um. Da geht's weiter. Ah, okay. Eines Blutmagie-Verwandten. Hä? Sich jetzt aber nicht mehr so gut angehört. Steht einfach so eine Frau Sarah. Guten Tag. Guten Tag. Okay, da ist auch noch was. Nee, da kann ich nicht hin. Was passiert da? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, warum. Hat es das gemacht? Ich glaube, da komme ich ja ran. Da geht es wieder zu Ferelden. Genau, Karte der Stadt. Ist das noch irgendwie was ich jetzt hier machen kann? Moment. Den habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden, ne? Er zeigt mir nur die von dieser Urne da an. Mehr auch nicht. Und dann kann ich da noch jemanden ansprechen. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Das ist das doof. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt. Hier ist ja dieses Ausrufezeichen. Dann lass uns mal dahin gehen. Seid ihr hier, um noch ein Verbrechen zu melden? Ich schwöre, wir sollten das gesamte Viertel abriegeln. Oh,
kann ich euch helfen, Wächter? Woher wisst ihr denn, wer ich bin? Den ranghöheren Wachen wurde im Palast ein Bild von euch gezeigt. Ich muss sagen, die Zeichnung wird euch nicht gerecht. Keine Sorge. Selbst wenn ich die offizielle Version der Ereignisse in Ostaga glauben würde, so bin ich doch kein Narr. Würde ich meinen Männern befehlen, euch festzunehmen, würden sie sich nur in den Armen ihrer Kurtisanen ausheulen. Und ich könnte hier alleine darauf warten, aufgespießt zu werden. Stört einfach den Frieden auf dem Markt nicht. Das genügt mir. Ist das Marktviertel wirklich so schlimm? Der Hauptmann der Wache hält den unteren Markt für unwichtig. Und dass Arl Hau das Sagen hat, macht es nicht besser. Wenn ich endlich neue Männer bekomme, wartet die herrliche Überraschung auf mich, dass es uneheliche, unausgebildete, schwachsinnige Nachkommen irgendeines Lords sind. Aber die Lords schicken mir immer mehr von ihnen. Die Bezahlung ist schlecht, die Aussichten auch, aber man bekommt eine Uniform. Also steht mir eine Legion von Bastarden zur Verfügung, die den Markt vor Taschendieben, Mördern und was weiß ich noch beschützen soll. Und die handverlesenen Männer von Arl Hau sind die schlimmsten. Also braucht ihr Hilfe? Was? Ihr meint es ernst? Ich meine, ja. Ja, ich könnte Hilfe brauchen. Es gibt hier ein ziemlich beliebtes Etablissement, in dem es vor Söldnern nur so wimmelt. Wenn ich meine Jungs hinschicke, könnten sie verletzt werden. Der Erbauer möge es verhindern. Und dann muss ich ihren adligen Vätern erklären, dass Wachdienst tatsächlich gefährlich ist. Wie hoch ist die Bezahlung? Wenn ihr den Auftrag ordentlich ausführt, findet ihr reichlich Silber in euren Taschen. Vielleicht sogar etwas Gold. Und was soll ich machen? Der Name des Hurenhauses ist die Perle. Schlagt jeden Söldner nieder, der sich daneben benimmt. Es soll eine Botschaft sein. Wohlgemerkt, niederschlagen, nicht töten. Das ist wichtig. Kein Feuer, keine Explosion. Oder der Erbauer weiß, welche anderen Todesarten ihr euch ausmalen könnt. Entschuldigt, ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, meinen Jungs Befehle zu erteilen. Lasst sie einfach am Leben und ich bin glücklich. Betrachtet dies als erledigt, Feldwebel. Vielen Dank, Wächter. Also dann, Weidmanns Heil. Wir gehen aber nicht zum Fischen. So, ich beende auf jeden Fall diesen Part erstmal hier. Danke, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Und es geht im nächsten Part weiter. In dem. Bis dann. Tschüss.